Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hustlecastle. Ihr werdet es bereits annehmen und ihr habt richtig gedacht, es gibt ein neues Event. Nämlich, oh mein Gott, das 1. April-Event. Und wird es wieder ein Pay-to-Win-Event sein? Yep, ich würde schon sagen. Andererseits muss ich sagen, derweil geht's noch gut. Ich habe jetzt noch keines von den legendären Items bekommen, aber ein paar ganz nette schon abgestaubt. Also es geht mit Spielen schon, aber naja, schauen wir mal. Wie funktioniert das ganze Event? Du bekommst sogenannte Bonbons, indem du einfach ganz klassisch spielst Arena oder PvP oder die Edelsteinbucht oder Portal und natürlich auch Clan War. Bekommst du Bonbons und diese Bonbons kannst du dann einlösen und kannst hier da diesen Rad drehen. Das Rad dreht sich dann automatisch und dann kann man diese wirklich tollen Items bekommen. Oft bekommt man aber auch Mist. Welches Item hätte ich vielleicht gerne? Ich hätte besonders gerne dieses Item, weil das würde perfekt passen für meinen Level 75er Char. Ich habe nämlich einen Level 75, der passt perfekt, um in Clan Wars nicht in die nächste Ranking-Liga aufzusteigen. Das bedeutet, ich bin jetzt wirklich gut dabei in meinen Arena Wars. Ja, und was würde mir das bringen? Dieses Artefakt ist wirklich toll, weil es würde hin und wieder zufällig einen Gegner kurzfristig auf meine Seite kämpfen lassen und das kann echt entscheidend sein, weil das kann den stärksten Kämpfer ausschalten, das kann den Wiederbeleber von den Gegner kurz ausschalten und. Also super stark, das hätte ich gerne. Das andere hier ist zum Beispiel auch mega vom Schaden, nur ich habe halt keinen, der jetzt Level 82, 85 wäre und ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit meine Helden aufzumleveln, weil, wie gesagt, ich im Ranking von Arena einfach sehr gut schon aufgestellt bin. Ich kann jetzt regelmäßig spiele ich schon um Platz 3 mit. Und das zahlt sich dann schon ordentlich aus. Erstmal bekommt man ordentlich Arena-Token und zweitens Fett-Punkte. Also ich mache immer 5 Wins prinzipiell in der Arena. Und das wirkt sich auch wieder auf diese Candies aus, beziehungsweise wirkt sich das auf die Clan-Points aus. Es hat eine neue Saison begonnen und wie man sieht, ich bin Platz 1 von meinem Clan mit 28.000 Punkte. Das habe ich eigentlich nur bewirkt, indem ich, einige Arena-Spiele gespielt habe. Was gibt's kurz vielleicht zu meinem Trupp zu sagen? Schauen wir sich schnell an. Na komm. Hier Reitrim, mein stärkster, jetzt Level 75, top ausgerüstet, hat sogar schon ein Schwert mit zwei lilanen Edelsteinen drin. So, das zahlt sich schon aus. Der haut ordentlich rein, macht ordentlich Schaden. Heilt sich nebenbei. Ja, sonst Standardkost von Rüstung. Also da ist noch ordentlich Ausbaupotenzial. Das ist auch der Grund, warum ich nicht meine Helden höheres Level geben will. Also zum Beispiel 85, um die nächsten Items zu nutzen. Weil ich möchte die Edelsteine auf so gut als möglich kriegen. Also zumindest, dass alle so auf diesem blauen Level oder sogar im violetten Level sind. Und erst dann weitermachen. Weil da ist halt ein riesen Unterschied, wenn ich mir denke, ich habe hier einen Vergleichshelden von einem Clan-Kollegen, der ist auch 75 der Held und hat aber im Gegensatz zu meinem Held 100.000 Kampfkraft, nochmal mehr. Und das nur durch bessere Edelsteine. Das kann man so viel rausholen und wie gesagt natürlich, dass man in der Arena im Grid bleibt. Ja, Special ist vielleicht das noch zum Sehen. Er beschwört einen Heiler derzeit. Wie gesagt, das würde ich ja gern durch das Legendary Item von dem Event auswechseln. Trotzdem stark, dass er hin und wieder einfach einen Heiler beschwört.
Warum würde ich es gerne auswechseln? Weil das ist ja auch stark. Weil ich bereits ein Heil-Item habe bei einem anderen Charakter. Ist nicht ganz so stark dort bei dem anderen Charakter. Nur das Problem ist immer, man kann immer nur ein Heil-Item pro Kampfgruppe haben. Das bedeutet, wenn ich 6 Helden habe, kann ich nicht ein anderes Heil-Item noch beim 4. Held haben. Kann ich haben, ja, aber das benutzt er nicht. Das ist der Nachteil. Deswegen sollte ich das entweder von ihm austauschen oder von dem anderen. Besser wäre es natürlich von ihm durch dieses episch legendäre Item jetzt von Event, weil das wäre richtig stark. Ja, da sieht man zum Beispiel meinen Bogenschützen, der Tenobal, der hat jetzt dieses spezielle Ausrüstungsset, also dass er so aussieht vom 1. April, soll anscheinend irgendwie, keine Ahnung, Fasching oder Schabernack oder dergleichen symbolisieren. Kann sonst nichts, außer dass du anders ausschaust. Leider habe ich bis jetzt nur welche bekommen für Bogenschützen. Ich würde gerne schauen, ob das für andere noch anders aussieht. Ja, der beschwört zum Beispiel einen Scharfschützen. Auch stark, also das bedeutet, dass er regelmäßig einen Bogenschützen zusätzlich noch zur Seite hat. Der Beorn ist eigentlich der Schwächste in meinem Kampf. Der hat nämlich noch kein Special Item. Ja, sonst auch nichts Besonderes. Moment, wir sind wieder bei Raidri. Die Nahima immer noch sehr stark, wenn man die kurz mit Raidri vergleicht. Obwohl der Raidri Level 75 ist, ist die Nahima fast in nichts nach. Ja, und immer noch mit ihrem Item da super stark dabei. Wow! Ich habe das Item gerade weggegeben. Soll ich kurz so wissen? Ja, sie zum Beispiel, die Aliva, Aliyava hat auch so einen Heiler, die halt nicht so gut ist. Ist ja klar nicht so hoch vom Level. Aber ja, entweder muss ich es von ihr da austauschen oder eben vom Raidri. Und sie hat halt noch immer den Wiederbelebungsstab. Ja. Und auch da, Filiasson könnte viel stärker sein, allein in der Waffe hat er überhaupt keine guten Gems drin und ja, soll man sagen. Also es ist viel Verbesserungspotenzial da, obwohl alles Legendary Items sind, das heißt noch gar nichts. Ich habe auch schon ein paar Items, die höher gesiedelt sind, aber ja, bringen mir halt nichts. Leider. Gut, sonst habe ich sehr viel ausgebaut, bin auch immer noch dabei. Werde auch bald auf Thronsaal Level 10 gehen, weil das hat keine Auswirkung auf die Stärke meiner Heldentruppe. Das bedeutet, ich kann mich spielen, wie ich möchte und kann alles upgraden auf Maximum, nur halt meine Helden nicht und kann weiterhin gemütlich in der Arena gut mithalten. Nachteil vielleicht auch noch zum Sagen, die ganzen Werkstätten habe ich jetzt fast alle upgradet, nur die Waffenwerkstatt ist noch nicht upgradet. Vorteil, ich kann bessere Waffen herstellen und bessere Items herstellen. Mir sind 63 bis 85. Nur der Nachteil ist, dass er, also ich habe jetzt zwei Items hergestellt und beide waren höher waren 80 oder 82 und dadurch, ja, für keinen von meinen Helden verwendbar. Und ich hätte aber gern, natürlich, wäre es perfekt, wenn ich eine 75er Waffe, 75er Rüstung und so weiter bekomme, Ring und Amulett, damit mein 75er Held, der Raidri, perfekt ausgerüstet ist. Aber mal schauen, vielleicht muss ich das auch in anderen Events reinholen. Ja, 6 Zauber jetzt auch, also das alles brav ausgebaut. Na komm. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt einfach bei einer Arena mit. Dann können wir. Yay! Dann eine Runde drehen. Das auch noch kurz herzuzeigen.
Und sonst gibt es nicht viel. Das letzte Event eigentlich gut mitgespielt, aber keines von den legendären Items erhalten. Ich habe dann eher geschaut, dass ich viele violette Kristalle sammle, beziehungsweise habe ich mir unter anderem, ich glaube, ich muss kurz schauen, ja, von dem einen violetten Gem erspielt. Und ich glaube sogar auch einen violetten Gem für ihn. Bin mir nicht sicher. Ja, jetzt hoffe ich natürlich, wie gesagt, dass in diesem Event mehr geht. Im letzten Event habe ich auch, ich habe schon gespielt, aber da hätte man unbedingt Geld einsetzen müssen. Es war unmöglich, da was rauszuholen. Ja, also ein bisschen langweilig das Event, muss man sagen, weil es halt nicht viel machen kannst. Aber das ist auch, glaube ich, die Vorbereitung zu dem neuen Zirk. Moment, ich muss kurz in die Arena. So, ja, dann greifen wir mal schnell an. Machen wir das schnell. Interessant ist, dass jetzt der Ton gar nicht da ist. Ich habe eigentlich nur den Musikton abgedreht. Gleich mal schauen. Ups. Ja. Sehr komisch, dass man jetzt keinen Kampfsound gehört hat, aber gut, was soll's. So, was wollte ich nämlich noch zeigen? Es geht hier nämlich jetzt weiter in der Karte. Nur kann man das noch nicht benutzen und wird es aber demnächst sein. Das wird eine neue Singleplayer-Mission sein. Da bin ich hier gespannt, ob man da hin kann, nur wenn man alle Singleplayer-Missionen, die es bisher gibt, gemacht hat, weil ich stehe vom sogenannten derzeitigen Endgegner, aber den schaffe ich einfach nicht. Eigentlich müsste ich den easy schaffen, aber mit der Truppe, so wie ich ihn da habe, ist es nicht schaffbar, weil komisch ist zum Beispiel, meine Aliyaba macht keine Wiederbelebung. Ich glaube einfach, dass sie irgendwie alle Spells irgendwie negiert, die meine extra Gegenstände machen würden. Ja, und er tötet meine Leute fast One-Shot-mäßig. Ist irgendwie krass. Ich weiß nicht, ob das, was ich da genau brauche. Ich habe schon gesehen, oder beziehungsweise vorhin nachgelesen, dass Mach empfohlen haben, Heilstäbe zu verwenden. Wobei ich mich da immer noch frage, funktioniert das überhaupt, wenn mein Wiederbeleben schon nicht geht? Oder ist wirklich nur Wiederbeleben als einziges ausgeschaltet? Das weiß ich leider nicht. Aber wie gesagt, bei dem hänge ich noch. Wäre schade, wenn ich den unbedingt schaffen muss, dass ich da weiterspielen kann. Und angeblich soll dann noch ein Held auch Einzug finden. Also da wird sich einiges tun, weil dieser Held macht dann auch neue Spielmöglichkeiten. Also es muss dann angeblich dann irgendwie ein Coop-Spiel möglich sein. Was das genau sein wird und wie das funktioniert, noch keine Ahnung. Aber das könnte dann wieder ein bisschen spaßiger werden als die derzeitigen Events. Wie gesagt, das ist ja nichts mehr als normales Spiel. Nur, dass man zusätzlich Items bekommt, wenn man brav spielt, wie zum Beispiel Arena. So, was nehmen wir da? Jetzt nehmen wir noch irgendeinen leichten. Da kann man eh gut sehen, dass zum Beispiel, Moment, ich schau mal, wo die stärksten sind. Ja, der zum Beispiel 1096. Warum ist das so gut? Sieht es euch an. Die Gems sind es. Plus natürlich diese speziellen Runen, die ich ja auch habe, aber bei mir zu schwach sind. Powern halt das Ganze auch nochmal ordentlich. Aber das siehst du, der ist zum Beispiel 100.000 Kampfkraft hat der mehr, obwohl er nur Level 70 ist. Ja, tolle Gems. Boah, der zum Beispiel super stark. Also der hält ordentlich was aus. Super Tank. War nicht mal Level 75 dabei, aber einfach gut ausgerüstet. Toller Bogen. Tolle Gems. Also, da ist noch viel möglich und da will ich hin.
Da heißt es jetzt einfach viel spielen. Und ich spiele jetzt auch viel in der Edelsteinbucht. Und ja, mache da regelmäßig zusätzlich den Run für Essen. Und ab und zu gönne ich mir sogar den 100er Gem Run wie heute zum Beispiel. Dass ich nochmal spiele, um ja viele Gems zu bekommen. Und spiele derzeit immer auf einen blauen Edelstein, also blauen Gem. Kriege ich morgen wieder einen, dann kann ich wieder einen einsetzen. Oh, so nervig immer, wenn man irgendwelche YouTube-Benachrichtigungen bekommt oder sonst irgendwas. WhatsApp ist ja relativ ruhig. Arena geht es übrigens weiter. So, was haben wir da jetzt noch im Portfolio? Ja, da ich immer noch ganz vorn bin, bringt es nichts irgendwie, wenn anzugreifende Stärke ist. Also nehme ich wieder die Schwachen. Irgendwann müsste mich ja wer überholen. Die haben halt null Chance. Ich kann gegen Gleichstarke auf jeden Fall mithalten. Also mein Trupp ist top. Aber wie gesagt, könnte das noch besser sein. Aber gegen sowas ist halt überhaupt kein Problem. Jetzt werden wir mal sehen, ob mich endlich wer überholt. Wenn ich mir das anschaue, wird es wieder nichts. Oh ja, der erste, der mich jetzt überholt, ist Dat Nigger. Ja, okay. Und den angreifen, der ist nicht den schlage ich nicht. Boah, Level 75 und hat eine Rune in der Waffe. Ja, der Tank alleine basht mich her. Und er hat sogar das legendäre Artefakt, das man beim letzten Event bekommen hat können. Also da wurde Geld investiert. Da bin ich mir sicher. Was hat er dann noch? Was ist das? Porten sich alle hinter einen. Auch Port. Lol, wie alle hinter mir porten und einfach wahrscheinlich alle Magier wegwischen. Stark eigentlich. Boah. Täubt alle und beschwört den Lakaien. Und beschwört eine Fernkämpfe. Ja, mega. Und der deportet sich auch lauter Porter. Interessant. Komisch wirklich, dass er jetzt irgendwie keinen Ton hat. Könnt ihr jetzt nochmal probieren? Aber irgendwie will er nicht mehr. Komisch, aber gut. Sei es wie es sei. So, ne, den Dat Nigger, wie gesagt, schlage ich nicht. Also kann ich wieder einen Schwachen nehmen eigentlich. Wir sind schon fast fertig in der Arena. Wie ihr seht, es ist halt wirklich keine Anstrengung, hier Minz einzufahren. Und ich bekomme auch für jeden Sieg so 15, ja. Zuckerl. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es vorher genannt habe. Lollis. Oder wie nennen sie es? Schauen wir kurz nach. Jetzt schon genug zum Drehen. Ja, dann drehen wir einfach mal, dann sehen wir sie. Ah, leider knapp vorbei am Edelstein. Die grünen Splitter, naja. So, wie heißen die Süßigkeiten, haben sie es genannt, ja. Ja. Das war es eigentlich schon von dem Event. Mehr gibt es nicht mehr zum Sagen. Und Clanwar bin ich auch noch entfernt. 50 Minuten, also da kann ich eigentlich auch nichts herzeigen. Ja. Dann würde ich sagen, das war es auch eigentlich, was es zum Erzählen gibt im Hustle Castle. Ich würde sagen, bis zum nächsten Update. Ich hoffe, da gibt es dann die Erweiterung der Singleplayer-Kampagne sowie die Implementierung des Helden. Wenn ihr Fragen habt, rein in die Comments. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.